mal, der andere ist auch. Oh mein Gott, oh wenn man hier zwei Leute sieht. Alter. Oh mein. Let's go! Jetzt haben wir das Problem von meiner Waffe. Ich bin tot. Willkommen, Gustav. Wie lautet Ihr Wunsch, Boss? Aber Hentais wie immer? Nein! Nein! Oh. Warzone Weapon Challenge, bitte! Alles klar, Itra Burst. Dankeschön. Itra Burst, wir haben die ausprobiert. Es scheint eine ganz gute Waffe zu sein. 3, 2, 1. Scheint eine ganz gute Waffe zu sein. Vielleicht sogar durch den letzten Patch etwas profitiert. Wir können das nur beweisen, indem wir in eine Runde reingehen und nur mit der Itra Burst eine Runde gewinnen. Hell yeah. Let's go. Wir haben mal so kurz zwischendurch, ihr merkt, das ist die Warzone Weapon Challenge, aber jetzt mit einer neuen Fassade. Ich möchte das Ganze rebooten, ich möchte das Ganze wieder interessanter für mich gestalten. Ja, ich rede von mir. Ich möchte mich wieder kreativer ausleben können und deswegen ist das Ganze jetzt komplett anders geworden. Aber im Inhalt ja immer noch dasselbe. Das Ganze wird jetzt dazu führen, dass es wieder mehr geben wird. Das Ganze wird immer on-stream sein. Erster Link in der Beschreibung, falls ihr darauf Bock habt. Und ich werde mich versuchen, kreativ auszuleben und ich freue mich sehr drauf. Oh Gott, er hat einen Raketenwerfer, ja. Meinst du, er weiß das, was ich tue? Null. Wir kämpfen ganz gegen die Zone jetzt, oder was? Da ist er. Hm. Hätte man haben können. Da hat er, weißt du, was er gemacht hat? Das war auch, glaube ich, die richtige Variante, was er gemacht hat. Der hat sich dahingestellt und hat sich gesagt, ich habe jetzt einen Schuss, um zu gewinnen, weil sonst werde ich gar nichts schaffen. Ja, ich wollte die Tür aufmachen. Und der hat sich einfach die Zeit genommen und hat leider dann verloren. Aber ich glaube, das war die bessere Variante, als einfach wild zu schießen. Aber er hätte schon schießen müssen. Er hat nämlich, glaube ich, gar nicht geschossen. Was haltet ihr davon, wenn wir jetzt voll lange der Zone hinterherlaufen? Wie habe ich Itra gebaut? Das werde ich dir natürlich jetzt perfekt sagen. Keine Ahnung. Musst du dir ja zwischendurch mal angucken. Ich weiß es nicht. Soweit kommt es doch, dass ich weiß, wie ich meine Waffen baue. Die Waffe bockt, oder? Ich kann es nicht anders sagen. Es ist, glaube ich, wenn ich das danach normal spiele, mit einer SMG zusammen oder so, werde ich damit Spaß haben können. Phew, alarmiert an solchen Stellen, ne? Ernsthaft? Boah, Georg. Blöd. Okay. Weiß ich nicht, warum du durch mein Ding gelaufen bist. Ah! Hä? Weg hier. Hui, da unten läuft einer. Das ist wahrscheinlich einer von denen, die geschossen haben. Ey, das ist so ein komischer Spielmodus jetzt, dadurch, dass wir die ganze Zeit von der Zone weglaufen. Das ist natürlich auch meine Schuld. Ich könnte einfach weiter reinfliegen. Aber wir spielen das jetzt so. I have made a big mistake. Ja, okay, der ist oben. Danke, Digga. Alarmiert wieder, absolut gerettet. Alarmiert, beste. Okay. Okay. Können wir auch? Irgendwo hier links direkt. Boah! Jesus. Man wird immer direkt geheilt, ne? Wenn man jemanden getötet, habe ich das Gefühl. Einfach weil die wissen, dass das sonst unspielbar wäre. Ey, Action. Endlich. Also in dem Spielmodus, aber allgemein auf Caldera, ist animiert einer der besten Perks, die man sich vorstellen kann. Hat der ein Schild dabei? Nee, ist nur ein Cape. Huch, da kann man anscheinend runter. Das wusste ich nicht. Dachte, ich hab den. Wenn ich jetzt noch auffüllen finden würde, ne? Oh, das war nicht auffüllen. Ah, mein Tod ist wieder im Arsch, ne? Wow. Okay, da rechts geht ordentlich was ab. Ich möchte, wenn dann oben sein, wenn ich mich einschalte. Ist das irgendwo hier? Da. Den haben wir bekommen. Okay, wir haben jemanden, der uns abaimt. Und die Zone kommt fast. Da oben ist er. Die Granate hat ihn gerade zum Glück weggegeben. Danke, Digga.
Der hat wirklich, das ist, manchmal musst du auf die Kleinigkeiten achten. Der hat den Zweikampf gerade hundertprozentig verloren, weil der irgendwas geworfen hat. Und ich wusste nicht, wo der ist, ne? Wow. Aber das ist, ehrlich gesagt, ich finde das gerade spannend, hier außen rum zu laufen. Wir kommen immer wieder in unangenehme Situationen, die wir aber irgendwie gelöst bekommen. Das ist cool. Nichts gesehen. Ich könnte jetzt ein Prezi setzen. Kannst du mir sagen, warum alles so geruckelt hat gerade bei mir? Habt ihr das gesehen? Schade. Ich hatte einigermaßen was auf der Gasmaske drauf, oder? Schade, mein Spiel hat gerade so geruckelt. Ich habe nicht ganz verstanden, warum, weil dadurch konnte ich leider nicht ganz so schnell reagieren, wie ich gerne wollte. Alter, wie schnell das gerade kleiner wird hier, ne? Alter, der Two-Burst ist krank. Also wenn du Oberkörper zielst, hast du halt einfach Two-Burst manchmal. Das ist krank. Alter, das war gut. Bring die Mission zu Ende. Es gibt keinen Ausweg mehr. Nein. Oh mein. Ich wurde gerade so gerettet. Ich habe gar nichts getroffen, weil ich irgendwie auf Stein geglitscht bin. Ich könnte Glück haben, was die anderen sich gerade bekämpfen. Oh, das war gerade sehr schlecht von mir. Holy shit. Andere gewesen. Da. Hier ist eine Zone gestorben! Kann ich so nicht zählen lassen. Ich habe so oft gerade am Ende verkackt. Das kann ich nicht zählen lassen, Chat. Kann jemand seinem Gesicht sagen, dass er gewonnen hat? Na, ich bin nicht zufrieden, Chat. Okay. Hat mich nicht getroffen. Gut. Oh. Oh, hi. Wer bist du? Es. Scheiße, die Munition war leer. Wir töten erstmal den hier oben. Ja, ja. Alter Schwede. Ich hab ihm so hart geschossen. Geil. Okay, das ist das erste Mal die Fernkampfwaffe. Mal sehen, wie das sein wird. Das müssen wir hier darauf stellen und dann haben wir die hier. Okay, die funktioniert ja super. Das Ding unten. Oh, beides komplett broken, okay. Ich weiß nicht, ist das... Was ist das denn jetzt? Das ist der Schaft wahrscheinlich, ne? Jupp, das ist der Schaft. Oh, da fliegt jemand. Okay, Bullet Velocity weiß ich gar nicht. Ja, ja, bei der Waffe auch nicht so gut. Also bei der Version jetzt mit der Munition. Oh, ich trotzdem ein paar Mal getroffen. Oh, da ist noch einer, ja. Der ist da gelandet. Ach, der ist schon fertig gelandet. Das ist meiner. Ich habe zwei Sheep Break. Nice. Oh, ich glaube, ich habe sogar einen Kill bekommen. Nice. Ich glaube, die sind beide gerade da irgendwie. An dem Zelt, was so offen ist. Einen Schnappschuss in die Richtung. Ja. Ist dort Sheep Break, K.O. Oh, die Schnappschuss. Der andere ist weiter hinten. Okay. Weiter im Westen, also eher hier so. Da an den Stein. Sheep Break. Oh mein Gott. Ehre. Stark, 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 stark. Ja, leider muss ich jetzt sagen, die Fernkampf-Variante nicht so. Stört eigentlich gar nicht so sehr, aber gleichzeitig fühle ich mich schlecht behandelt. So dumm. Ah, da ist einer. Und jetzt. Sheep Break. Nice. Okay, die anderen wissen das jetzt natürlich. Das ist schon schwer. Cheap Break? Der unten hat Cheap Break. Ja. Schade. Das ist ein Cluster. Cheap Break. Wow, ich habe beide Cheap Break geschossen. Ist er so nah dran? Der war recht nah eigentlich, ne? Heimlich.
Da hinten? Oh mein Gott. Hä? Ich durfte nicht sein. Cool. Ich hab endlich einen K.O.T. Meine Güte. Ich würde sagen, es läuft eigentlich ganz gut mit der Waffe. So, auch auf solchen Entfernungen geht's schon fit. Ich habe jetzt leider nur K.O.T. wieder mal. Und ich habe keine Ahnung, wo der Zweite... Dadurch, dass ich auch K.O. war, konnten wir halt nicht pushen. Genau. Ich sehe wieder. Na, die spielen aber halt heftige Waffen, ja. Sheep Break. Okay, jetzt haben wir... Na gut. Hätte auch treffen können, ne? Wieder wegfliegen oder was macht der? Was ist das eigentlich für ein langer Kampf gerade? Unangenehm auf jeden Fall. Einer pusht. Hab okay, einen. Ich hab den anderen. Dankeschön. Ach, nice. Das war ein cooler Kampf, ehrlich gesagt. Ja. Also wir haben echt lange gekämpft und die waren nicht schlecht, auf jeden Fall nicht. Klar, wir haben STGs gespielt. Nee, es war ein cooler Kampf. Geil. Und mir macht die Waffe echt Spaß. Ich sag's nochmal. Was habe ich? Ja gut, also man muss sagen, ich habe ein bisschen viel Schaden für die Kills gemacht. Scheiße, Digga. Ich habe auch wirklich viel getroffen. Aber halt, die waren immer so ganz knapp nicht tötbar. Oder also ich habe jetzt schon 3,8 Schaden. Ja, ich habe die halt oft getötet. Also ich habe die sogar den einen habe ich sogar schon mal gedownt gehabt. Dann den anderen mehrmals Sheepbreak geschossen. Beide Sheepbreak geschossen schon mal. So, da war allein an denen habe ich wahrscheinlich 1.500 Schaden gemacht oder so. Ich setze zum Beispiel so eine Runde. Zwar habe ich nur 5 Kills, aber dadurch, dass ich so viel Schaden habe, weißt du, dass ich auch wirklich viel gemacht habe. Ich habe die ganze Zeit gearbeitet. Vor mir direkt. Ah. Oh mein Gott. 2, ja. Gut, weiß ich nicht, ob ich gegen die spielen will, wenn die so spielen. Das muss man sich einfach jetzt mal auch bewusst mal selber machen. Wir haben nicht die Waffen zum Pushen. Das wäre dumm, weil die SMGs haben, wir stürmen da rein, sind wir tot. Jetzt kommt auch noch ein Heli. Das könnte cool sein. Ja. Okay, ja, schütz dich. Gut. Die springen auf uns. Einer low. Der vorne geblieben ist low gewesen. Der hat immer noch nichts. Ich heil mich. Den habe ich. Nice. Sein Mate rechts. Er zählt. Oh. Er lebt. Ich hole mich auch selbst, oder? Ja, mach das. Alles gut. Die kämpfen da jetzt auch gerade. Ich habe leider keine Granaten. Das wäre jetzt so eine perfekte Situation dafür. Hä? Sheepbreak eingeschossen. Ah, schade. Also wenn die schlau sind, würden die sich schon langsam mal wegbewegt haben. Sind die schon weg? Einer, ja. Oh, einer wird abgeschossen. Einer K.O. von denen. Zweites Team hier also. Ja. Ah, du hast das Geld. Okay, ich wurde gut abgeschossen. Pass auf, da sollte noch mehr sein. Ich hab den. Okay, hab den anderen. Platten gekauft. Und vom Turm. Natürlich. Komm zu mir. Ja, ja. Mit dem Drohne wahrscheinlich. Ja, aber ich will lieber einen Prezi holen. Hey, Chat, geile Runde, ganz sehr ehrlich. Gut. Gar nicht so Highscore wie eben. Aber ich habe 5400 Schaden. Ich mach viel. Mit dem Prezi draufhauen oder rüber? Noch nicht. Ich habe gerade schon einen Sheep Break. Digga, du kannst mit dieser Waffe so krass sein. Oh, der Turm ist gleich nicht mehr drin. Okay. Turm läuft. Sheep Break von Turm. K.O.T. Einer jumped. Ich habe erstmal gefinished. Okay, das war ein Team. Solo, ne? Das war nicht schlau von mir. I don't like that. Eine kann ich hier geben. Liegt. Es kann halt sein, dass es noch zu uns kommt. Deswegen würde ich jetzt nicht zu panisch. Ja, siehst du mal. Unten drin.
Das sollte unangenehm genug sein. Unten einer, der ist tot. Oben. Assist, was? Der ist tot. Einer noch. Nee, der oben, der oben. Code, let's fucking nice. Go. Bro, was ist mit der Itra? Die macht ja richtig Bock. Oh, durch. Ich habe einfach durchgeschossen. Ist das eine geile Sau oder was? Ja, so wie viel Glück man halt haben kann, dass du da, ne, du hast die ganze Zeit gefühlt die schlechtere Position und dann auf einmal so, hey, nein, die Zone kommt zu uns, ihr Pisser. Ich wüsste, ich habe noch nicht alles erspielt gehabt, jetzt habe ich alles erspielt. Ich wüsste nicht unbedingt, was ich verändern sollte, außer, wir haben es ja gesehen, bei der Fernkampfwaffe war irgendwas wrong mit dem Polster oder so. Ja, das, der geht hier so hoch. Da guckst du irgendwie rein. Das heißt, wir müssten lustigerweise ein anderes Polster benutzen. Oder einfach akzeptieren, dass es so ist, ne? Das geht natürlich auch klar. Sehr, sehr starke Waffe. Danke fürs Zuschauen. Oh Gott, das war super schlecht. Kobi? Kobi? Ey! Oh, ich hab ihn! Komm! Ja! Ja!